Hallo ihr Lieben, heute stellen wir euch die spannende Fantasy-Trilogie Das Drachenvolk von Leotrim vor, die aus der Feder der schwäbischen Autorin Caroline M. Hafen entsprungen und bei O'Connell Press erschienen ist. Um jeglichen Spoiler-Alarm zu vermeiden, erzähle ich euch am besten den Anfang und den Aufhänger der Geschichte, damit ihr ein Gefühl für den Hintergrund bekommt, und danach lese ich euch wie gewohnt ein Stück daraus vor. Zu Beginn lernen wir den kleinen Ambro kennen, der kurz davor steht, seinem Drachenbruder zu begegnen. In Leotrim ist es der Brauch, dass immer dann, wenn eine Frau ein Kind erwartet, der Vater in die Himmelsberge steigt, um dort ein Drachenei auszuwählen, mit dem er dann eine Nacht in der Quelle von Leotrim verbringt. Was dort genau vor sich geht, will der Vater Ambro jedoch nicht verraten. In dem Ei wächst dann das Drachengeschwisterchen der Menschenkinder heran, und wenn es Zeit wird, steigt der Vater in die Berge und holt seinen neuen Drachensohn ab. Danach lernen sich die Geschwister kennen und werden in einer Zeremonie miteinander verbunden. Es gibt auch Menschen, die aus irgendeinem Grund keinen Drachenbruder oder keine Drachenschwester haben, und diese Kinder werden von dem alten Drachen Silban aufgenommen, den man auch den Kindshüter nennt. Diese Kinder werden übrigens die Übrigen genannt, und immer wenn Silban ein solches Kind zu sich holt, färbt sich der Himmel lila. Die Namen der Kinder, die er zu sich nimmt, werden in seine Schuppen eingeritzt, und er ist bereits übersät von Namen. Ambro bekommt einen blauen Flugdrachen zum Bruder, Norwin aus den Himmelsbergen. Damit ist klar, dass Ambro ein Flieger wird, ein Hüter der Luft. Doch die Sache hat einen Haken, denn der Drache hat einen verkrüppelten Flügel und wird nicht fliegen können. Und auch Ambro hat so seine Schwierigkeiten. Gemeinsam müssen sie in der vorliegenden Trilogie einige Dinge meistern, damit sie ihren Platz in der Welt von Leotrim finden können. Und was ihnen dabei alles zustößt, sollt ihr natürlich selbst lesen. Da der alte Drache Silvan eine so wichtige Rolle spielt, lese ich euch ein Stück aus dem Kapitel der Kindshüter vor. Der alte Silvan betrachtet still den Himmel, der so weiß ist wie er selbst. Es ist kein Unschuldsweiß, rein wie eine Kinderseele, sondern ein bauschiges Wolkenweiß, ein bisschen schmutzig und verbraucht. Früher war er, wie alle Drachen der Luft, blau, doch er hat seine Farbe verloren. Silvan rührt sich nicht, er ist müde, die Knochen tun ihm weh. An kalten Tagen kann er seine Flügel nicht mehr ausbreiten, die Haut raschelt dann wie steifes Zeitungspapier und die feinen Knochen knacken eine schmerzhafte Melodie. Immer öfter bleibt Silvan am Boden und geht zu Fuß, sehr langsam. Oder er sitzt tagelang reglos auf den Felsen zur ankommenden Hoffnung und schaut in den weißen Himmel. Die Muskeln unter seiner Haut zucken nervös. Das ist kein gutes Zeichen. Er spürt, es ist etwas in der Luft. Silvan breitet seine Schwingen aus, langsam und vorsichtig. Einmal, zweimal probt er den Flügelschlag, bevor er wirklich abhebt, so leise wie immer. Silvans erster Bruder, sein Bruder, zu dem er als kleiner Toddler kam, starb vor einer Ewigkeit. Bo, kaum jemand erinnert sich an diesen Namen. Silvan hat ihn nie in die Chronik von Leotrim eintragen lassen. Man muss sie aufsuchen, Hangame, man zahlt ihr einen Obolus und diktiert ihr, was in die Chronik geschrieben werden soll. So hat man es ihm erzählt, daher ist er nie bei ihr gewesen in ihrer Höhle. Keines seiner Kinder steht in der Chronik. Niemand weiß, wie lange er schon der Kindshüter ist. Er hat diese Aufgabe nie gewollt. An der Stelle nochmal die Unterbrechung, es ist jetzt kein Zitat, sondern eine Erklärung. Die Geschichte blendet an dieser Stelle um zu dieser Chronistin, die erwähnt wurde, die Hangame, die alles aufzeichnet, was in Leotrim geschieht. Und diese Hangame, die weist jetzt ihre Gehilfin Dakota an, ins Archiv zu gehen und ein altes Notizbuch zu holen, nämlich die inoffizielle Chronik, die sie für Silvan angelegt hat. Denn über ihn und seinen Bruder steht ja nichts im offiziellen Buch. Als Silvans Bruder Bo damals gestorben war, wollte er ihn mit Hilfe der Quelle wiederbeleben. Doch niemand kann einen Toten zurückholen, auch nicht die Mutter aller Wasser. Dennoch war er mit seinem Bruder zusammen in die Quelle gestiegen und hatte auf ein Wunder gehofft. Es war aber nichts passiert, außer dass sich die Quelle blau gefärbt hatte und Silvan seine Farbe verloren hatte. Danach war er nie wieder in die Berge zurückgekehrt. Und jetzt macht sich die Chronistin auf den Weg in die Himmelsberge, in das Nest der Mutter aller Wasser, die dort in der großen Halle die Dracheneier ausbrütet, um dort noch alles Wichtige über Silvan in die Chronik einzutragen, denn die Zeit eilt. Jetzt lese ich wieder aus dem Buch weiter. Ein kurzer kehliger Laut. Jeder Drache im Berg begrüßt ihn. Silvan ist heimgekommen. Selbst die Mutter wird unruhig, schaukelt den Kopf hin und her, sehr langsam. Mutter! Silvan! Ihre Stimme ist weich wie Samt. Sie breitet ihre Schwingen aus, ist mit einem Satz bei ihm. Lass dich ansehen. Die Mutter umkreist ihren Sohn, liest alle Namen auf seiner Haut. Drachen bekommen nur einen Namen, normalerweise. Die Mutter berührt den Namen Bo im Nacken ihres Sohnes mit der Nase, als würde ihm der Geruch des Jungen noch anhaften. Sie erinnert sich, wie Silvan schlüpfte, wie sein Vater ihn abholen kam, wie Silvan wenige Jahre später um Bos Leben bat.
Sie spürt seinen Schmerz und weiß, dass sie einen guten Platz gewählt hat für Bo in Drachenheim. Nach Bos Tod wurde Silvan der Kindshüter. Jedes drachenlose Kind von Leotrim, jedes ohne Smog, nahm Silvan zu sich, wie es die Lichter von ihm verlangten. Jeden Namen ließ er sich vom Zeremonienmeister auf eine Schuppe brennen. Er sprach den Eid wieder und wieder und bemerkte es selbst nicht. Es ist keine Schuppe mehr frei. Seine Zeit endet. Silvan hat viele Leben begleitet, alle überlebt. Manch eine Schuppe ist geschwärzt. Die Mutter fragt nicht danach. Sie weiß, was ein geschwärzter Name bedeutet. Kein Mensch darf einem Drachen Leid antun. Hangame tippt ihre Feder an, damit sie mitschreibt. Sie erhebt sich und tritt Silvan entgegen. Silvan saugt ihren Duft ein. Sie riecht vertraut, wie nasses Herbstlaub, ein wenig nach Tinte und sauer wie das Meer. Hangame lächelt den alten Drachen an. Nerina wird dich zum Friedhof nach Drachenheim bringen, wie es Brauch ist. Nur das Kratzen der Feder auf dem Papier ist zu hören. Silvan staunt, schnaubt und macht einen Schritt auf das Buch zu. Du kennst meine Kinder? Fragt er. Ja, nicht alle. Ich habe mich bemüht, meine Aufgabe zu erfüllen. Ich möchte meinen Namen abgeben. Ich brauche sie nicht dort, wo ich hingehe. Hangame nickt. Ich lasse dir Bo. Silvan legt sich flach auf den Boden und breitet seine Schwingen aus, damit jede Schuppe zu sehen ist. Hangame überträgt einen Namen nach dem anderen, selbst die geschwärzten, bis nur noch Bo übrig ist. Silvan legt die Flügel wieder an, bleibt reglos liegen. Nerina braucht nur zwei Flügelschläge zu ihm, umgreift Brust und Oberkörper mit den Vorderbeinen, ganz sachte. Silvan wehrt sich nicht. Er ist müde und froh, endlich schlafen zu dürfen, lange schlafen zu dürfen. Ja, ihr Lieben, das war eine kleine, wenn auch traurige Stelle aus der Trilogie und dem Universum von Leotrim, das Caroline Hafen in ihrem Werk geschaffen hat. Wie es weitergeht und wie die Fäden der Handlung zusammenlaufen, solltet ihr aber selbst herausfinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Lektüre und bis zum nächsten Mal.